Werbung, sie wirkt oder sie wirkt eben nicht. Und damit ein herzliches Hallo bei Schau Schau, dieses Mal aus dem Wiener Rathaus. Man trifft sich zur 30. Gewister Plakatparty und man kann sagen, heute Abend, da wird es so richtig vor Kreativität sprudeln. Es ist ein gesellschaftliches Ereignis, wo sich Menschen treffen, die in der Werbebranche tätig sind. Plakate gehören zu den ältesten Werbeträgern und sind längst nicht mehr nur rein tapeziertes Papier. Viel Aufwand steckt dahinter, immerhin kommt niemand von uns drum herum. Wir sind das einzige Medium, das ich weder wegklicken, noch wegschalten, noch wegzappen kann, noch wegblättern kann. Wir sind einfach im öffentlichen Raum präsent. Ein gutes Plakat ist erst dann perfekt, wenn? Wenn es jemanden einfach zum Anhalten anregt, dass er darüber nachdenkt, dass er das wirklich sich auch anschaut. Und natürlich noch den besten Effekt dann der, wenn es einem noch hängen bleibt. Das heißt, wenn man jahrelang danach noch immer weiß, um was da ging. Erinnert man sich an eine Werbung nicht, wirkt sie nicht. So sagt man zumindest. Nein, das stimmt nicht. Aber man nimmt sie unbewusst wahr, weil man steht jetzt nicht vor jedem Plakat und macht so, außer es ist was sehr Provokantes. Beim 7. oder 8. Mal, wenn man das Plakat sieht, fängt es an, ins Unterbewusstsein zu gehen. Also ich muss sie unbedingt heute noch mindestens 6 Mal sehen, dann werde ich sie nicht vergessen. Und um die Botschaft zu verstehen, muss man sich genau konzentrieren. Das ist oftmals dann aber doch schwierig. Es gibt auch so eine Studie, dass bei den Palmas-Plakaten besonders viele Unfälle passieren, weil wir Männer da eigentlich recht gerne hinschauen und dann nicht mehr dort hinschauen, wo wir eigentlich hinschauen müssen. Oft finde ich auch, dass weniger mehr ist. Also wenn was nur angedeutet ist oder leicht verhüllt, finde ich es oft erotischer oder interessanter anzusehen, als wenn einem der Tag der offenen Tür entgegenschaut. Hallo zu Schau Schau, heute aus dem neuen Teleway Flagship Store in Wien. Der lädt zum Shoppen ein und wenn's nach Teleway geht, dann heißt's Pink is Beautiful. Wir fragen nach, wie pink die Garderobe unserer Promis ist und welche Modesünden die Promis besser im Schrank lassen sollten. Welcome to Wonderland. Trends, Mode und Fashion ist das, wohin das Auge reicht. Der weltweit erste Flagship-Store von Telewale in der Wiener Maria-Hilfer-Straße lädt ein in eine pinke Märchenwelt. Beim Opening wurde eines schnell ersichtlich. Ohne Pink geht hier, aber auch bei den Promis, gar nichts. Also ich bin sehr pink, muss ich zugeben. Ich bin heute oft pink. Es ist eine Mischung aus Rot, Orange und Pink. Aber normalerweise trage ich wahnsinnig gern pink. Hier gibt es leider nur ein Top pink und ein paar Schuhe pink, weil pink nicht unbedingt meine Farbe ist. Ich habe eine CD von Pink. Gilt das auch? Ja, das gilt auch. Es gibt eine Mütze, die ist mittlerweile ein bisschen bekannt, weil ich die, glaube ich, im Winter jeden Tag trage und auch am Abend zum Ausgehen. Ja, die ist wirklich Schrei-Neon-Pink. Pink-Ribbon. Pink Ribbon. Ja, dann stimmt. Kann man eine pinkfarbene Krawatte tragen und eine pinkfarbene Smasherl oder so, das ist okay für einen Mann. Ja, aber ich habe zu Hause die Hosen an und zwar die mir meine Frau rauslegt. So viel Style und das auf 1000 Quadratmeter. Das ließ so manches Herz höher schlagen, auch wenn die Mode-Must-Haves der prominenten Gäste ganz unterschiedlich aussehen. Sind Sneakers in einem absolut neon-hellblau, grün abgesteckt mit Nieten. Die sind der absolute Muss. My fashion look this summer? Du meinst mein Look für diesen Sommer? Eine Mischung aus Südstaaten-Schönheit und schicken Nachtclub-Girl. Das heißt, Bustiers tragen, mein Rückendekolleté zur Geltung bringen, Ballerinas und Sonnenbrille. Und das wird natürlich zum Ausgehen im Club getragen. Ja, bei so vielen Must-Haves für diesen Sommer muss der Schrank aber vorerst mal ausgeräumt werden. Und bei solchen Modesünden, die uns die Promis verraten, wird sowieso schon höchste Zeit. Ich war mal in Spanien und habe geglaubt, ein ärmelloses Versace-Top in 7 Formen, super. Ich habe mich richtig gut gefühlt im Urlaub, bin nach Hause gekommen und habe mir gedacht, das gibt's nicht, warst du betrunken, wie du dir das gekauft hast? Das Schrecklichste, das ich je gekauft habe, waren Ballerinas von H&M. H&M Flats. Dann hat er sich einmal einen weißen Anzug.
Ich habe ausgeschaut wie eine Lawine. Egal wie die Trends auch für die kommenden Saisonen aussehen mögen, Pink wird in Tally Wales Zuckerrosa Märchenwelt wohl immer up to date sein.